Willkommen zurück zu Folge 16 bei Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel. Kann ich vielleicht die blauen Früchte zur Farbe verarbeiten? Ne, hier haben wir blau, grün und dann das schwarz, glaube ich. Blau, grün. Bei ihm brauchen wir die Farben. Okay, ich gehe mal da weiter. Mag er nicht? Okay, müssen wir wahrscheinlich irgendwie, überzeugen. Stimmt, dann versuche ich nochmal zu spielen. Ob er was anderes macht. Okay. Nee, falsch. Falsch, okay. Okay, jetzt zeig nochmal. Okay. Nicht. Da war sie. Aber es gibt keine neuen Punkte. Gut, dann brauche ich was anderes. Könnte natürlich auch einfach verschrecken, aber probier erstmal so die Sachen aus. Was haben wir denn noch, was wir ihm vielleicht anbieten können? Thymian? Oder eine Frucht? Ich versuche mal mit Thymian. Als Geschenk vielleicht. Bitteschön. Mag er nicht. Dann die Frucht. Definitiv, die mag er. Das weiß ich. Bitteschön. Plus 5. Mal gleich mal ausprobieren, ob es schon... Ach nee, ich muss hier rausdrücken. Ob das denn reichen würde? Nein, reicht nicht. Dann weiterreden. Mit Körnern. Komm, sei brav. Plus 6, yay. Was haben wir noch? Wir haben noch zweimal Mehl, ne? Mehl, Sand und... Ach, nur einmal Mehl? Und hier ist Sand, dann ist hier Mehl, da ist Sand. Alkohol, Parfüm. Dann würde ich mir letzten Körner aufheben. Gestreifte Haut einer Schlange. Mit dem Gegenstand erschrecken. Nee, da soll er malen. Einschüchtern. Lausen. Gucken, ob es nochmal was bringt. Klicke ich mal eben weiter. Anscheinend nicht. Dann vielleicht einfach mal Wasser. Vielleicht möchte sowas trinken. Bitteschön. Na, er will nicht trinken. Na gut. Können Sie vielleicht erstmal wieder rausgehen? Da rein tun? Nein. Blaue Früchte und Wasser geht nicht. Er kann nicht kombinieren. Ach, ich will da weiter. Verdammt. Dann selbst das Malen oder so geht nicht. Ja, okay, dann suche ich mir erstmal neue Farben. Geh mal zurück zu Mina. Wo bist du denn? Da. Und Schätzchen? Hoch. Gut, dann eine gehen wir Flutwelle? Weiter. Ein Vulkanausbruch? Ich hoffe nur, dass der Motor noch zugänglich ist. Na, kann man nur hoffen. Mein Boot. Hier hätte ich es nie vermutet. Oh, es ist wirklich in einem schlechten Zustand. Mit dem Boot ist er im ersten Teil quasi gestrandet. Aber nicht schlecht, was sie gefunden haben. Was ist das hier? Ein Termitennest. Du kannst Termiten essen, aber ich kann sie nicht fangen. Ja, dann sollte mal Jepp angreifen. Klippenschilf. Ach, da können wir malen damit. Nicht schlecht, zeig mal her. Robuste, mehrjährige Schilfart, die mit dem Schiff, Sumpfschilf verwandt ist. Die Spitze seines geraden
Hohlen Rohres weist einen Federbusch auf, der wie ein Staubwedel aussieht. Nur das zum Malen gedacht. Wenn du Wasser schöpfen möchtest, brauchst du einen Behälter. Oh, was ist das? Wilde Erbsen. Zeig mal her. Wilde Erbsen. Wahrscheinlich. Ich brauche kochendes Wasser, um diese Erbsen einzuweichen. Ha. Okay. Haben wir hier was? Ach, geh einfach zurück. Da weiß ich, wo es ist. Und auch gar nicht mal so weit weg. Da ist es schon. Wasser. Und kochen lassen. Perfekt. Zusammen mit den Erbsen. Gucken, was wir kriegen. Sollen das sein? Erbsensuppe. Ach so, jetzt kann ich wieder erstmal umtöpfern. Ich nehme mal den Slot hier hinten. Das nehme ich die, da wo unten zu ist. Aber wer Punkte haben will, der holt sie sich. Da rein. 352. Jetzt mal gucken, irgendjemand ist doppelt. Die bauchige ist doppelt. Okay, die Parfüm kann offen bleiben. Erbsensuppe mache ich mal in die jetzt. Ich habe es jetzt vergessen, ob ich die hatte oder nicht. Kann sein, ja, kann nicht sein. Okay, die hatte ich schon. Dann mache ich mal die frei. Was will ich mit Erbsensuppe machen? Schmeckt bestimmt lecker. Dann packe ich sie. Ach ne, ich muss erst wieder umfüllen in die. Dann packe ich da meine Erbsensuppe rein. Erbsensuppe, das könnte grüne Farbe sein. Lass mal ausprobieren bei den Affen. Dann mache ich den Alkohol da raus. Und mach die Erbsensuppe da rein. 356 kommt dann gleich. 356, dann packe ich es da rein und die letzte, dann habe ich 357. Und zwar genau, gleich mal, Moment. 300. Sie, hatte ich den schon? Bauchige. Anscheinend. Nee, hä? Egal. Okay, guck mal, ob ich die Erbsensuppe vielleicht... Kann ich die... Ach, die kann ich auch essen. Oder vertauschen. Da rein tun? Nein. Sag mal, ich meine eine Erbse. Rein tun geht nicht. Na gut. Sie brauchen eine Tonflasche. Da hätte ich auch noch nicht anfangen können. Okay, weiter. Mal wieder durch. Und drunter. Seil, ach, das Seil ist nur zum Hochklettern da. Da sind die ganzen Malereien dran. Termitenhügel. Ich versuche mich mal von Jepp zu trennen, kurz. Und gehe mal zum Termitenhügel. Gucken, was er da machen kann. Er braucht etwas, um die zu fangen. Okay, dann nehmen wir mal den. Nee, wo ist denn der Schiff? Da. Soll ich die Ameisen wegfuttern? Das geht nicht. Probieren wir mal, den Schilf zu nehmen. Nicht. Dann versuchen wir mal einen Holzstock. Der kurze Holzstock, wo ist denn der? Da. Das geht. Wunderbar. Dann legen wir mal los. Bewege die Maus und halte die Maustaste gedrückt, um den Stock... Mann! Na gut, keine Ahnung. Bewege die Maustaste? Oder hier drinnen? Ach, hier drinnen. Nee. Habe ich nicht lesen können, richtig. Ach, sind sie alle drauf? Ach so, da fallen sie runter. Ach du Kacke. Wow. Hä? Kann ich einfach rausgehen damit? Verdammt. Mit Schwung geht's nicht. Ist hier noch ein anderes Termitenloch? Nee. Okay, noch ein Versuch. Warum ist der vorne noch so spitz?
So, ganz vorsichtig. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr nach unten, links. Perfekt. Etwas nach links. Ja, die leichte Berührung. Verdammt, einer abgefallen. Vorsichtig. Jetzt berührt er gleich. Verdammt. Jetzt können wir hier leicht hochgehen. Oh, jetzt haben wir gleich. Jetzt hier wieder hoch. Ja, wunderbar. 7 Termiten. Die können wir doch dem Affen geben da oben. Gut gemacht. 7 Termiten. Gehen wir mal hoch und bestechen wir ihn dann mal damit. Guck mal hier, ich hab da was Feines. Erstmal die Ameisen. Da. Bitteschön. Lecker essen. 0,5 gab's nur. Kann man den nochmal steigern? Das geht, okay. Dann machen wir mal weiter, so lange wie es geht. Vielleicht lässt er uns denn vorbei. 0,5. Weiter. 0,5. Wie viel haben wir noch drauf auf den Stängel? Wieder 0,5. Und weiter geht's. Wieder 0,5. Aufgenommen Grashalm. Okay, dann hat er nicht mehr übrig. Dann nehmen wir jetzt mal die Termiten. Können wir auch schön bestechen damit. Bitteschön. Lecker, lecker Termiten. 0,5. Nicht viel, aber langsam mehrt sich das Eichhörnchen. Wo ist denn das Weibchen hin? Ich hätte so ein bisschen bezirzen wollen. Also wäre ich die Liste nicht mehr hungrig. Okay, dann lausen wir mal. Aber bringt nichts, okay. Ich gucke mal, ob die Erbsensuppe vielleicht reicht. Gehen wir wieder raus. Hat er ja noch gefressen. Wo haben wir sie denn? Nee. Hier? Vielleicht doch drinnen? Nö. Ach, da war sie gerade. Okay. Nee, dachte grüne Farbe. Guck mal, magst du die Erbsensuppe vielleicht? Guck mal nach. Bitteschön. Nee, nicht mehr hungrig. Okay. Dann raus. Haben wir vielleicht noch was, was wir benutzen können? Hier zum Beispiel das Schilf? Nee. Nee. Mal gucken, wenn ich mit ihm rede und das Schilf gebe. Vielleicht mag er das, wenn er einen Pinsel hat. Guck mal. Nee, mag er nicht. Okay. Der sein können. Wenn ich den Pinsel benutze für die rote Farbe, geht nicht. Ach, sie kann er gar nicht kombinieren. Na gut, mal raus. Ich guck mal, ob es jetzt vielleicht reichen könnte. Nein, recht natürlich nicht. Schwarz und rot hat er. Ah, da oben hat er schon ein bisschen blau. Ich habe doch hier die Farbe. Na gut, erstmal wieder zurück. Und nach oben. Wie viele Termiten habe ich noch drauf? Vielleicht muss ich ja neue holen. Wo war denn der Ast? Da. 5 Termiten. Reicht noch. Eine Termite oder mehrere hängen an einem kurzen spitzen Stock, der verwendet wurde, um sie zu fangen. Schmackhafte Proteinquelle. Dann wieder hoch. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Der kleine Teufel geht's gut. Lass mich hoch. Juhu. So, hier Mina. Njam njam Termin. Ach, sie ist es sogar. Aber schmeckt dir, das ist schon mal gut. So, wollen wir mal weiter gucken. Was könnten wir hier noch finden? Das Wasser, der Mietenhügel. Gehen wir mal da lang. An die Küste. Das Boot wird wohl nie wieder in See stechen können. Was den Rekord angeht, ich dachte schon, dass ich ihn schlagen könnte, als ich über Bord ging. Ich habe in nur einer Sekunde alles verloren. Leider ja. Oh, was? Ich hab's nicht raus. Was war das für ein Geräusch? Was haben wir denn hier? Hä? Puzzle? Zeig mal. Huch! Was soll denn das hier sein? Da müssen wir irgendwas reintun. Welche Symbole? Der Sand ist weg. Zucker! Nein.
Erbsensuppe. Hebe ich erstmal auf. Ich weiß nicht wozu. Ton? Abdrücke machen? Nee. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal weggehen. Kann ich nichts machen. Was können wir da noch? Ich werde nicht zum Wrack hinunterschwimmen. Das ist zu riskant. Ah, schade. Hier gab es doch irgendwo die Palme, wo der andere Affe hinabgehauen ist. Die da vielleicht. Da geht's weiter, hier geht's weiter. Gehen wir da lang. Wow! Hey! Was soll das, du da oben? Was hat denn der runtergeworfen? Kann ich nicht brauchen? Leere Kokosnussschale. Hm. Na gut. Oh, was ist das? Was? Was geht jetzt ab? Diese gravierten Zeichen sind seltsam. Sie sehen aus wie eine Form. Und ich habe Ton dabei. Wo ist denn der? Ganz vorne. Hier. Da. 6 ungebrannte Tonzeichen. Na, mach schon. Zeichen mit ungekannten Symbolen. Gehen wir wieder raus. Was haben wir das hier? Blumenerde gefüllter Behälter. Blumenerde, Weizen. Nee. Thymian. Nee. Vielleicht selbst mit einem leeren Behälter was mitnehmen? Nee, da muss halt eine Blume rein. Geht ja nicht anders, denke ich mal. Ist hier noch irgendwas? Nee. So, mal zeig mal die leere Kokosnussschale. Da. Wurde von einem Affen absichtlich von der Klippe geworfen. Sie weist ein Loch auf und kann daher nicht als Behälter verwendet werden. Aha. Ah, ich weiß, für die Angel. Für die Angel. Wo ist denn das Seil? Da. Ach, hätte er. Wäre auch zu einfach gewesen, hätte man das als. Wie hieß es? Schwimmer? Dass man Schwimmer benutzen können? Naja. Versuch war es ja mal wert. Benutzen kann ich es auch mit nichts. Tja, dann muss ich es wohl mitnehmen. Oh, die Zeit ist schon wieder voll am Rasen. Also, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, wartet auf mich und auf Wiedersehen. Delta 4, hier ist Romeo 5. Die Insel ist mindestens 30 Kilometer lang. Im Westen erhebt sich ein Berg. Habe den Zielbereich erreicht. Ich kann das Mädchen sehen.